Okay Leute, ich habe die detaillierten Spoiler und neue heftige Enthüllungen zu One Piece Kapitel 1097 und wenn ihr denkt, Kumas Flashback war bisher schon krass, dann schnallt euch an, es wird noch heftiger. Die legendäre Szene von Zoro, als er Ruffys Schmerz auf der Thriller Bark aufgenommen hatte, bekommt nach diesem Kapitel noch mehr Deepness. Auch erklärt Dragon genau, wieso er die Marine damals verlassen hat. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre ebenfalls korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video, los geht's! Die detaillierten Spoiler sowie Scans zu Kapitel 1097 sind raus und Eiichiro Oda, der hat sich vermutlich dazu entschieden, den Flashback von Kuma komplett zu erzählen. Das heißt, wir werden vielleicht sogar noch zwei, vielleicht maximal auch drei Kapitel noch bekommen, indem wir hier diesen Flashback von Kuma miterleben, denn es gibt ja noch einige Punkte, die wir darüber hinaus jetzt noch abarbeiten müssen. Sprich, es wird vermutlich zu dem Punkt bis zu Bonnys Geburt und dann natürlich auch zu Vegapunks Erfindung hinsichtlich der Pazifisten gehen, wo Kuma sich dann natürlich freiwillig gestellt hat und gesagt hat, jo, ich stelle mich hier zur Verfügung. Selbstverständlich wird dieser ganze Umstand auch erklärt, denn so freiwillig wird es vermutlich nicht gewesen sein. Jedenfalls können wir sicher sein, dass diese ganzen Säulen auf jeden Fall noch abgearbeitet werden, wie er zum König von Sorbet wurde, wie er ein Shichibukai wurde, beziehungsweise Pirat und dann schlussendlich der Kuma, den wir halt heute kennen. Aber gehen wir ins Kapitel rein und wir erfahren eine sehr, sehr interessante Sache, denn Kuma hat ja die Fähigkeit durch seine Teufelsfrucht Schmerzen bzw. diese Pain Bubble zu erschaffen, um Leute zu heilen bzw. die Schmerzen und Leiden aus denen rauszuschlagen mit seiner Teufelsfrucht. Allerdings hat diese Technik einen sehr, sehr großen Haken, nämlich Kuma muss diese Pain Bubble verwerten. Sonst geht diese nach einer gewissen Zeit zurück zur Origin, also wieder zurück zu der Person, aus der diese Schmerzen gekommen sind. Und Kuma, so erfahren wir hier in diesem Flashback, hat stets die Schmerzen der Menschen in Sorbet aufgenommen bzw. beziehungsweise die Leute von den Schmerzen befreit. Und diese Schmerzen musste er dann natürlich sammeln in Form dieser Pain Bubble. Und diese Pain Bubble, die muss Kuma verwerten. Das bedeutet, Kuma selber ist dann einmal in der Woche hingegangen und hat diese Schmerzen aufgenommen. Bedeutet, genau das, was Zoro durchmachen musste auf der Thriller Bark, hat Kuma jede Woche zumindest einmal hier durchmachen müssen. Und er hat immer wieder die Schmerzen, die Krankheiten der Leute auf sich genommen. Da Kuma natürlich ein Buccaneer ist, ist er natürlich von Natur aus viel robuster und kann daher auch mehr Damage tanken als normale Menschen. Und da hat Kuma sich dann natürlich hinreißen lassen, denn Kuma selber möchte ja für die Freiheit anderer Leute sorgen und das ist natürlich dann auch mit Schmerzen oder Krankheiten verbunden. Das bedeutet im Klartext, die legendäre Zorro-Szene auf der Thriller Bark, wo ja angeblich nichts bei Zorro passiert ist, die erhält dadurch natürlich enorm mehr Deepness, ein größeres Gewicht, weil natürlich der Schmerz von Ruffy verwertet werden musste und Kuma somit dann auch Zoro getestet hat und dann dementsprechend und darüber hinaus selbstverständlich auch den Respekt dafür geerntet hat. Das heißt, Kuma hat Zoro dafür zu 100% respektiert. Das hat er auch am Ende der Thriller Bark gesagt, dass Ruffy sehr gute Freunde gefunden hat. Und es ist einfach genial, wie Oda Jahre nach dieser legendären Szene diese eine Szene nochmal viel, viel krasser dastehen lässt. Und das öffnet natürlich eine Core-Frage. Was ist mit den Erinnerungen von Kuma? Das ist zwar keine Pain Bubble, aber eine Memory Bubble. Und wenn wir dem Prinzip folgen, dass die Schmerzen irgendwann wieder zum Origin-User zurückgehen, dann müsste das ja bedeuten, dass auch diese Memory-Bubble irgendwann eines Tages wieder zu Kuma zurückfinden muss. Bedeutet dies, dass wir irgendwann unseren alten Kuma wiederbekommen? Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr heftige Wendung. Allerdings steht nach wie vor eine Death Flag über Kumas Kopf. Das heißt, dass der stirbt, ist relativ wahrscheinlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dahingehend noch auf jeden Fall die ein oder andere traurige Storyline mitnehmen werden. Wir erfahren außerdem in diesem Kapitel, dass Dragon bei der Marine gewesen ist. Das ist jetzt keine neue News, die waren schon bei den ersten Spoilern mit am Start. Allerdings erfahren wir, dass Dragon an für sich die Marine vom Grundprinzip ja auch in Ordnung findet, weil die und die Revolutionsarmee eigentlich dafür da sind, Leuten zu helfen. Und das ist der große Punkt, wo die Revolutionsarmee auch einen klaren Standpunkt hat. Denn an für sich ist ja auch bestätigt, findet Dragon und die Revolutionsarmee das System der Weltregierung ja gar nicht verkehrt.
erklärt. Es sind einzig und allein die Tenryubitus, die dafür sorgen, dass dieses ganze Leid herrscht. Denn wenn die Tenryubitus diese himmlischen Tribute so weit in die Höhe treiben, dass jedes Königreich da unter Druck gelangt, dann greifen diese natürlich auch nach den letzten Strohhelmen und wälzen dieses Leid dann ebenfalls in ihrem Königreich um. Und das haben wir auf Sorbet Kingdom gesehen, im Great Terminal gesehen. Es gibt die eine Hälfte, die natürlich normal lebt im Luxus, wie auch auf dem Great Terminal. Und dann gibt es eine andere Hälfte, auch im Sorbet Kingdom, die dann natürlich hier nicht als normale Leute angesehen und respektiert werden. Somit fällt dieser himmlische Tribut relativ geringer aus. Und dieses System ist das, was Monkey D. Dragon stürzen möchte. Worauf wir uns natürlich auch gefasst machen dürfen, ist die Rivalität zwischen Dragon und Akainu. Dragons Flashback wird hinsichtlich der Marine noch definitiv kommen, denn Akainu nannte Ruffy auf Marineford immer Dragons Sohn, beziehungsweise hat ihn häufig so genannt. Und das zeigt schon, dass zwischen diesen beiden Personen irgendwas passiert sein muss. Und es ist ja irgendwo auch eine Ironie des Schicksales, wenn wir uns Garp mal anschauen. Er trainierte seinen Sohn Dragon, der in der Marine gewesen ist. Dragon hat die Marine verlassen. Dasselbe ist mit Kusan passiert. Er hat Kusan trainiert. Kusan hat die Marine verlassen. Und wir wissen ebenfalls, Dragon hat Corby trainiert. Und Corby hat der offiziellen Marine indirekt den Rücken gekehrt, beziehungsweise ist nun bei der Sword-Einheit am Start. Naja, ein weiteres wichtiges Detail in diesem Kapitel sind die Zeitangaben, denn vor 22 Jahren war dann natürlich, sprich 2 Jahre nach dem Tod von Roger, ein sehr, sehr großer Incident. Wir haben hier natürlich die Sorbet-Königreich-Teilung, Kumas Revolte, er wurde inhaftiert etc. und Dragon hat ihn ja befreit. Allerdings war vor 22 Jahren auch der Buster Call von Ohara, sprich der große Ohara-Incident, und dann schließt quasi der Flashback, den wir hier in diesem Kapitel 1097 haben, an den Flashback an, wo Dragon Vegapunk getroffen hatte und dann daraufhin die Revolutionsarmee gegründet hatte. Wir wissen, davor waren es die Freiheitskämpfer und daher scheint auch dieses X-Symbol von Dragon zu kommen, denn wir sehen ebenfalls ein Schiff der Freiheitskämpfer, die dieses X-Symbol auch auf der Flagge bzw. auf den Segeln gehabt hatte. Auch wissen wir ja, dass nach der offiziellen Gründung der Revolutionsarmee dann vor 22 Jahren Dragon dann auch irgendwann dieses Tattoo ins Gesicht bekommen hatte. Und dieses Tattoo gleicht ja dem exakt selben Muster der Binde, die Dragon einst um sein Bein hatte, und natürlich auch dem X-Symbol auf den Segeln bzw. auf der Flagge. Und somit haben wir diesem Flashback quasi die Gründung der Revolutionsarmee erklärt bekommen. Am Ende des Kapitels gibt es dann einen weiteren Zeitsprung und wir befinden uns nun 14 Jahre in der Vergangenheit. Genie ist irgendwo im East Blue wahrscheinlich oder irgendwo auf der östlichen Seite in einem Königreich und die warten hier auf Kumas Auftauchen bzw. der sollte hier mit seinem Squad irgendwann eintreffen. Allerdings bekommen wir dann die heftige Info, dass Genie wohl von einem unbekannten bzw. auch unerwarteten Feind entführt wurde. Und mit diesem Cliffhanger endet dann auch das Kapitel. Ist sehr wahrscheinlich, dass es dann im nächsten Kapitel in dem Flashback weitergehen wird. Wer Genie entführt hat, ist natürlich die große Frage. Eventuell eine CP-Einheit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Genie das Ganze hier überleben wird, dass Kuma sie befreien wird, da Genie sehr, sehr wahrscheinlich ja die Mutter von Bonnie ist und diese scheint ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren zu sein. Das könnte halt in der Tat dafür sprechen, dass Genie diese Entführung überlebt. Die Frage ist natürlich, was passiert im Anschluss oder was ist mit Genie passiert? Stirbt sie im Nachhinein oder wird sie wieder entführt? Denn eines müssen wir ganz klar festhalten. Genie ist höchstwahrscheinlich die Person, weshalb sich Kuma der Weltregierung untergeordnet hat, Pirat geworden ist, Shichibukai geworden ist, der Weltregierung nach der Nase getanzt ist und dann schlussendlich sich hat zu einem Cyborg bzw. Pazifista wurde. Und somit würde sich dann der Kreis schließen bei den Erinnerungen, die Bonnie ja gesehen hat bzw. durch ihren Kopf gingen, als Bonnie ja Saturn hier in der aktuellen Gegenwart angegriffen hat. Und somit wäre dann höchstwahrscheinlich der Flashback zu Ende erzählt. Also 1 bis 2 Kapitel kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Und dann wird es auf Egghead Island Richtung Egghead Incident gehen. So Leute, im Groben und Ganzen waren das die wichtigen Punkte in diesem oder aus diesem Kapitel. Schreibt mir eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch allen noch was. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Ciao und tschüss.